Die französische Polizei hat zwei illegale Migrantenlager im Norden der Hauptstadt Paris geräumt. Unter der Ringautobahn hatten sich hauptsächlich junge Männer aus Schwarzafrika niedergelassen. Die Operation begann um 6 Uhr früh. 600 Polizisten lösten das Lager auf. Etwa 1200 Menschen hier im Camp um die Porte de la Chapelle, meist Männer, aber auch Frauen und Kinder, wurden in Bussen weggefahren. Sie werden zunächst in Turnhallen und Herbergen untergebracht. Nicht alle sind eingestiegen. Gegen 8.30 Uhr kam die Müllabfuhr. Dies ist nicht die erste Operation dieser Art und wird auch nicht die letzte sein. Der Präfekt hat versprochen, noch in diesem Jahr alle Lager in seiner Region in und um Paris aufzulösen. Gestern hatte Regierungschef Edouard Philippe neue Maßnahmen verkündet, um der illegalen Migration Herr zu werden. Die Regierung will ein Gleichgewicht finden aus Menschlichkeit und dem Kampf gegen Sozialbetrug, vor allem dem Betrug im französischen Gesundheitswesen. Je cite l'humanité et la lutte contre la fraude, notamment en matière d'accueil médical. Guillaume Lesjardins à Paris pour Euronews.